Jeder weiß, der Super Bowl Sonntag ist der heiligste Tag im Jahr. Komm, Al, 3 Schritte zurück und voll durch. Los geht's! Gut gefangen. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass das nicht komisch ist? 1000 Mal mindestens. Beim Super Bowl Sonntag geht es nicht nur darum, Al einen Ball an den Wanz zu knallen, obwohl ich das gern tue, sondern auch darum, sich vor der Glotze vollzustopfen. So ist es. Und deshalb sind 3 Spieler von den Detroit Lions zu uns gekommen und verraten uns ihre Super Bowl-Rezepte. Ein Linebacker, 1,82, 108 Kilo schwer und stolz auf seine Thunfischnudelkasserole. Großen Applaus für Chris Spielman! Hallo, Jim. Hallo. Hallo, Chris. Hallo. Ein Quarterback, 1,82, 90 Kilo mit einem 7-schichtigen mexikanischen Käsebohnen-Dip. Hey, Craig! Hey, Dave! Hallo, Tim! Hallo, Dave! Hi! Dave, alles klar? Hallo! Und natürlich, das dicke Ende kommt zuletzt. Ein Verteidiger, 126 Kilo, 1,90 groß, mit einem Super Bowl-Eintopfrezept, Calvin Pritchett. Komm raus, Calvin! Hallo, Tim. Hallo. Und für das Hemd hat Mutti eine Menge Wolle verstrickt. Toll, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns ein paar Rezepte zu bringen. Vielleicht findet ihr auch mal ein Rezept, endlich das Endspiel zu gewinnen. Was soll denn das bitte bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Der Spruch war LCD. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Okay. Calvin, könntest du unseren Zuschauern ein paar Zutaten deines supergeheimen Super Bowl-Eintopfes verraten? 2 Hauptzutaten sind Austern und Kalbskopf. Das Supergeheimnis ist wohl, warum jemand sowas probieren sollte. Oh, entschuldige. Hey, war nicht so gemeint. Für wie viele Leute ist das gedacht? Für einen. Also, Chris, verrätst du uns die Zutaten deiner Thunfischnudelkasserole? Ja, Tim. Ich verwende nur das allerbeste Thunfischfilet und kristallklares Quellwasser. Vielleicht veredelst du dein Lieblingsgericht noch mit einem besonders leckeren Feinschmeckerkäse. Ja, genau. Käse aus der Spraydose. Okay. Dave, sag mal, wie scharf ist dein Bohnendip? Gar nicht, der ist ziemlich mild. Ich würde sagen, ein paar Chilischoten. Tut mir leid, ich habe geschwindelt. Wir Quarterbacks täuschen nun mal gern. Also Spaß beiseite, Jungs. Wer hat am Sonntag die Nase vorn? Mein Eintopf mit 3 Nachschlägen Vorsprung. Niemals. Gegen meinen Thunfisch kommst du nicht an. Nein, nein, meine Bohnen schlagen euch alle. Tja, genau dieses Teamwork garantiert, dass die Lions niemals ins Endspiel kommen werden. Nach einer kurzen Werbepause kommen wir wieder. Eine Leiter, Stromkabel und Dad. Das kann ja nur schief gehen. Lass die Witze, ich schließe nur meine Surround-Soundboxen für meine Super Bowl-Party an. Wir sehen es uns bei Jeremy auf seiner großen Videoleinwand an. Pff, na und? Aber wir haben das bessere Essen. Larry kommt mit einer riesen Pizza, Harry bringt Bratwürste und Pete einen Eimer Nachos mit extra Schmelzkäse.
Und wer bringt den Notarzt mit? Dad, komm und sieh dir Mom an. Sie sieht gar nicht gut aus. Warum soll ich sie mir dann ansehen? Weil sie unheimlich laut stöhnt und immer zu deinem Namen ruft. Ja, dann träumt sie wieder von mir. Schatz? Ich glaube, ich sterbe. Denn ich verstehe kein Wort, was du sagst. Meine Güte, 39,0. Oh. Vorhin habe ich die Lasagne von gestern rausgekotzt. Mann, schmeckt das übel, wenn's hochkommt. Die hat schon beim Runterschlucken nicht gut geschmeckt. Tausend Dank. Hase, ich weiß, wie wichtig dir diese Super Bowl Party ist, aber du musst dich heute ein bisschen um mich kümmern. Okay. Ruf mich durch die Sprechanlage. Ich kümmere mich während der Werbung um dich. Vielleicht muss ich deutlicher werden. Ich wünsche nicht, dass du heute diese Party veranstaltest. Ich hab's lange geplant. Das ist eine Tradition. Du hast noch nie eine gemacht. Irgendwann fängt eine Tradition mal an. Tim, ich habe Fieber. 39,0. Das sagt ein Thermometer. Ich habe das Gefühl, ich verbrenne bei lebendigem Leib. Ich will hier keine Horde Männer haben, die rumschreien. Hör zu, ich werde mich um dich kümmern. Nein, das wirst du nicht. Ich kenne dich doch. Du wirst unten sein. Ich werde dich nicht einmal zu Gesicht bekommen. Ach, ich beweise es dir. Die Jungs werden so ruhig sein, du wirst gar nicht merken, dass die da sind. Bitte, 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 bitte. Ach, von mir aus macht eine blöde Party. Danke. Oh, du bist aber wirklich heiß. Ja, genau, warten wir mit dem Tuten bis zum Spiel. Naja, eigentlich habe ich mir gedacht, dass wir das Tuten diesmal ganz sein lassen. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Vielleicht machen wir mal zur Abwechslung bei einem tollen Spielzug alle Pantomime. Was? Ich liebe Pantomimen, besonders wenn sie in der Kiste eingesperrt sind. Wie wär's, wenn du in der Kiste bleibst? Jill krank? Nein, sie hasst nur Pantomimen. Du lädst uns ein, während Jill oben krank im Bett liegt? Hat sie nichts dagegen? Das ist nicht sehr rücksichtsvoll. Ja, du hast recht. Wie sollen wir uns amüsieren, wenn wir keinen Lärm machen dürfen? Wieso hast du nicht angerufen? Wir wären zu Harry gegangen. Wären wir nicht. Sie hätte mich nicht gehen lassen. Ach so, du erwartest von uns, dass wir pantomimenmäßig das Super Bowl-Spiel ansehen? Also so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Wir haben eine Menge köstlicher Fressalien. Es wird ein tolles Spiel und wir werden uns alle königlich amüsieren. Ja, aber klar? Tim, was ist mit dem Surround-Sound, den du uns versprochen hast? Willst du einen echten 3D-Klang? Setz dich zwischen die beiden, wenn sie Bohnensuppe gegessen haben. Ja, 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 du schaffst ja. Da hätte er mehr draus machen können, der Vollidiot. Ja, ja, okay, ja, 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 Jungs, ich hab doch gesagt, seid leise, bitte. Aber Tim, er ist gerade drei Angreifer, ja, wir sind eben begeistert. Okay, wenn ihr euch schon freuen müsst, dann so. Ja, mir ist nicht ganz wohl in meiner Haut. Wir feiern hier eine Party und Jill hat eine Magen-Darm-Grippe. Ja, mich macht das auch ganz krank. Schmeiß doch mal eine Schinkenwurst her. Und du stirbst noch an Herzverfettung. Willst du nicht lieber was von meiner gemischten Rohkostplatte? Schmeckt ausgezeichnet mit diesem fettfreien Dip. Dann schick mir doch mal ein bisschen was von deiner Rohkostplatte. Was soll der Blödsinn? Larry, bring ihn zur Vernunft. Du bist Arzt. Ich bin Neurochirurg. Solange er sich die Würste nicht ins Großhirn steckt, ist alles okay. Was siehst du denn an? Oh, ist das nicht Dr. Chicago oder so? Dr. Chivago. Hier für dich. Habe ich extra gemacht, Wackelpeter. Danke, aber darauf habe ich keinen Appetit. Du hast dich gerade übergeben, nicht?
Das wird deinen Magen beruhigen. Nase, nein, ich kann nichts essen. Du musst was essen. Naja, ich hab's versucht. Wenn du was brauchst, schrei einfach. Massierst du mir den Rücken? Was soll ich massieren? Ja, um meiner Frau den Rücken zu massieren, habe ich alle Zeit der Welt. Hallo, ihr da unten. Was ist, Tim? Ja, wie viel Zeit habe ich noch? Ich schätze mal 10 Sekunden. Alles klar. Du hast mir versprochen, dich um mich zu kümmern, auch wenn deine Freundin hier ist. Ich kümmere mich ja um dich. Ah, oh, das tut gut. Du hast so tolle Hände. Oh nein! Oh Gott, jetzt ist der Idiot gestolpert! Oh nein! Tim, du kannst mich doch nicht allein lassen. Unten ist jemand gestolpert. Tim! Tim! Vielleicht war es Harry. Er hat bestimmt wieder einen Herzinfarkt. Ja! Er steht wieder! Alles klar, Gott sei Dank fehlt Harry nichts. Bis später. Komm schon, Mann! Schnapp ihn dir! Ja! Passen. Habe ich was verpasst? Einer ist gestolpert, aber dann kam der Pass des Jahrhunderts, Tim. Ja. Oh Mann. Und jetzt sind unsere Jungs auf dem Vormarsch. Hey, Tim, kannst du endlich deinen Surround-Sound anmachen? Ja. Ja, Jill ist krank, also etwas leiser, wenn ich bitten darf. Tim, ich brauche noch einen Blecheimer und ein paar Taschentücher. Warum schneuzt sie sich nicht in die Bettdecke, wie alle anderen auch? Oh Mann, los, lauf, lauf! Ich schalte mal den Surround-Sound ein, nur für den Touch. Ja, ja. Hey, nicht zu laut. Hallo, dieser Knopf hier? Ja. Ja. Oh. Hey, Benny. Lass mich raten. Du hast es selbst angeschlossen, was? Was soll denn da her? Tim, wir brauchen einen Fernseher. Ja, ja. Hey, Jungs, oben muss einer sein. Nicht, komm. Wartet, Moment. Ich kann das wieder richten. Nee, lauf mal. Jill, entschuldige vielmals die Störung. Das Spiel ist in einem kritischen Stadium. Könnten wir vielleicht mal kurz die Fernbedienung haben? Hey, Moment mal, das könnt ihr doch nicht. Jill ist... gib her. Oh, Augenblick mal. Gleich macht Oma Sharif ihr den Heiratsantrag. Gib schon her. Schalt endlich um. Ja, kommt genau. Raus, Jungs. Los, vielleicht meine Frau ist... Touchdown. Ja, Schatz, was ist? Kann ich dich mal kurz unter der Decke sprechen? Nach dem Touchdown verschwindet die, und zwar plötzlich. Hallo, Schatz. Was machen diese Männer in meinem Schlafzimmer? Die wollen sich den Touchdown ansehen. Warum seht ihr euch den nicht unten an? Das ist eine lustige Geschichte. Also, das war so. Ich war kurz hier oben. Ich will mir jetzt keine Geschichten anhören. Du hast mir versprochen, dass deine Freunde mir nicht unter die Augen kommen würden. Siehst du sie denn? Touchdown! Ich hab den Touchdown verpasst. Heute verpasse ich alles. Nach dem Replay verschwinden wir, Jill. Pass auf. Aber danach gehen wir runter. Jill, wie wär's mit einem heißen Schinkenwürstchen? Das Fett wird das Fieber senken. Jill, bleib im Bett, ich werfe alle hier raus. Schatz. Warum hast du die Party nicht einfach abgesagt? Warum musst du mir immer sowas antun? Warum hast du dich nicht um mich gekümmert? Du stellst interessante Fragen. Wie lauten deine Theorien? Weil du ein Idiot bist. Du bist noch eine größere Idiotin, weil ich mich immer breitschlagen lasse. Ich kann nichts dafür. Die Jungs sind nur oben, weil der Fernseher hier explodiert ist. Wer rechnet denn mit sowas? In diesem Haus? Ich hatte alles im Griff hier unten. Du bist ein solcher Egoist. Du kümmerst dich nur um mich, wenn es dir gerade in den Kram passt. Oh Gott. Das ist nicht wahr. Es ist doch wahr. Wie war denn das, als du zu dieser Werkzeugmesse gefahren bist, obwohl ich eine Stimmbandentzündung hatte? Du hast ja nichts gesagt. Und als mir die Weisheitszähne gezogen wurden? Also da habe ich mich wirklich um dich gekümmert. Nein, hast du nicht. Brad hat mir dauernd meinen Spucknapf ausgeleert, Randy die Kompressen gewechselt, Mark mir mein Essen püriert und was hast du gemacht? Einer musste die Fernsehzeitung holen. So eine blöde Ausrede. Also du kümmerst dich mehr um dein Auto als um mich. Was fürs Auto tun, heißt für dich was tun. Wenn du so krank wärst, dass ich dich in die Klinik fahren müsste. Ich bin krank. Und weißt du was? Ich glaube sogar, dass du mir das übel nimmst. Ja, genau. Ich nehme dir das nicht übel. Ich frage mich nur, wieso du ausgerechnet am Super Bowl Sonntag krank wirst. Jungs, gehen wir. Wir haben schon versprochen, dass wir nach dem ersten Touchdown runtergehen. Wir können jetzt nicht gehen. Es ist gerade so aufregend. Nein, ihr könnt nicht bleiben. Kommt. Ja.
Macht schon. Jill muss wieder ins Bett, Leute. Na schön. Sie bekommt das Bett. Aber wir den Fernseher. Ja. Willst du, das hier ist doch kein Scheidungsprozess. Also los, raus hier. Leute, wisst ihr was? Wir nehmen den Fernseher einfach mit runter. Ja. Nein, der Kasten bleibt hier. Sie will das zu Ende sehen, diesen Dr. Mikado. Chivago. Dr. Chivago. Ich habe noch ein Gerät. Wir sehen uns das Spiel unten. Machst du nicht? Du erwartest doch nicht etwa, dass wir uns das größte Spiel des Jahres auf dem kleinsten Fernseher der Welt ansehen. Das Ding hat einen vollen Empfang. Hier, sieh dir das an. Na? Na? Da, ein Wahnsinnsspaß. Na, was sagt ihr? Nicht zu fassen, er hat den Ball fast 2 Millimeter weit geworfen. Hey, die erste Hälfte ist zu Ende. Was meint ihr? Gehen wir rüber zu Big Mike und sehen uns doch den Rest des Spiels an? Ja, klar. Wir können doch nicht darüber gehen. Hey. Also Pete, Larry, Harry, ihr könnt mich doch hier nicht sitzen lassen. Ich bleibe bei dir. Nein, geh ruhig. Los! 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 Touchdown! Er braucht schon einen Mammutfernseher, hä? Alles Angeberei. Die Batterie wird leer. Oh nein, nicht jetzt, nein! Komm schon, bitte, bitte, bitte. Hey, Wilson, haben Sie Batterien für mich? Hallöchen. Aber sicher doch, Tim. Mit 1,5 Volt, 9 Volt und auch eine, die ich aus einer Kartoffel gemacht habe. Der normale Alkali. Wie langweilig. Ich brauche 4 Fingerzellen, 1,5er. Oh, Tim, ausgerechnet die habe ich nicht mehr. Das ist ja großartig. Was für ein Tag. Und dabei wollte ich doch nur das tun, was heute alle tun. Mir das Super Bowl-Endspiel ansehen. Ach, ist das heute? Ja, das ist heute. Jill hat meine Freunde rausgeekelt. Wir wollten das Spiel gemeinsam ansehen, aber das hat ihr nicht gepasst, weil sie Magen-Darm-Grippe hat. Ich fühle mich auch nicht ganz wohl. Deshalb koche ich gerade ein paar Bienen aus. Ja, oh Mann, ich habe verstanden, Sie hätten gesagt, Sie kochen ein paar Bienen aus. Sie hatten richtig gehört. Man gibt die Bienen 45 Minuten in kochendes Wasser und trinkt dann den Sud. Ein altes chinesisches Rezept gegen Übelkeit. Klingt eher nach einem Rezept für Übelkeit. Nein. Nein, 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 Tim. Das gibt einen sehr delikaten Bienentee. Und man muss keinen Honig hineintun. Vielleicht sollte ich Jill auch so etwas brauen. Sie sagt, ich kümmere mich nicht genug um sie. Ja, ja, Tim. Männer haben oft Schwierigkeiten, jemanden zu pflegen. Wem sagen Sie das? Als ich 7 Jahre alt war, ist mal ein kleiner Spatz aus dem Nest gefallen. Ich wollte ihn gesund pflegen und habe sein Köpfchen 4 Stunden lang gestreichelt. Oh, und dann? Ich habe ihn zu fest gestreichelt. Ich glaube, ich habe ihm das Genick gebrochen. Aber ich habe ihn unter einer Rose begraben. Wenigstens haben Sie es versucht. Haben Sie noch ein paar Bienen übrig? Aber sicher doch. Ich kaufe immer die Großpackung. Ich werde sie Ihnen auch bezahlen, ja? Sie können sich getrost bedienen, denn das sind Gratisbienen. Geht's dir besser? Nein. Wenn du siehst, was ich hier für dich habe, dann wird's dir besser gehen. Was hast du für mich? Naja, wo du so mit Ärzten hast, Dr. No. Und hier, Dr. Doolittle, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Dr. Spiele mit der Oberschwester, ups. Ich habe dir auch stundenlang einen besonderen Tee gekocht. Er wird dir gut tun und vielleicht auch schmecken. Sehr heiß, vorsichtig, vorsichtig. Hoffentlich ist er nicht zu stark. Nein? Sonst brummt mir der Kopf wie ein Bienenschwarm. Das wäre gut möglich. Vielleicht wachsen dir sogar Flügel. Der Tee ist aus gekochten Bienen. Aber nicht doch, das ist ein altes Rezept aus China gegen Übelkeit. Wilson hat es mir gegeben. Ist nicht leicht, mit Bienen zu arbeiten. Sieh dir das an, hä? Ein paar von den Viechern haben noch gelebt. Oh, Tim. So sieht es aus, wenn du mich pflegst. Immer noch besser, als dir 4 Stunden den Kopf zu streicheln, bis dir ein Auge rausfällt.
Tim. Ich wollte doch nur, dass du dich ein bisschen um mich kümmerst und mich tröstest. Wieso fällt dir das so schwer? Keine Ahnung. Ich fühle mich nutzlos, wenn du krank bist. Wenn was kaputt ist, nehme ich es auseinander und repariere es. Bei dir geht das nicht. Du würdest mich falsch zusammensetzen. Wirklich? Du hättest dann deine Augen in den Kniekehlen und die Nase im Ohr. Du könntest dann riechen, was du hörst. Ich werde mich jetzt mehr um dich kümmern. Wie geht's deinem Rücken? Er tut weh. Du bist da hinten ganz schön verspannt. Ja, oh, tut das gut. Oh, Mann. Hallo? Ich verstehe dich so schlecht. Hi, Benny. Die haben gewonnen, ich hab's nicht gesehen, ist ja toll. Ja, Big Mike Super Bowl Party, hä? Die beste, auf der du jemals warst, hä? Nein, ich bleibe hier, ich pflege meine Frau. Nein, ich bin echt happy. Danke. Wiederhören. Danke, Hase. Ja. Die beste Party aller Zeiten. Ich bin echt happy. Das ist zu fest auf. Hi, Mom. Hallo. Oh-oh. Essen, ein Topf und Mom. Das kann ja nur schief gehen. Dann macht euch euer Frühstück selbst. Klasse, Kekse und Eis. Das könnte euch so passen. Mom, komm und sieh dir Dad an. Er sieht gar nicht gut aus. Warum soll ich ihn mir denn ansehen? Ja, ich glaube, ja. In der Vegan Dada de Dad. Oh mein Gott, 36,9. Oh, wir müssen sofort Fadenwickel machen. Ich bin so hilflos. Wenn irgendwas kaputt ist, nehme ich es auseinander und repariere es. Bei dir repariere ich es. Ich will doch nur, dass du dich ein bisschen um mich kümmerst. Halte den Schnabel, ich versuche hier zu arbeiten. Tim, ich will doch nur, dass du aufmerksam bist und mich tröstest. Wieso fällt dir da...